Sängerin hätte die Baby News gerne noch länger für sich behalten. Ja, sie wird Mama. Helene Fischer hat sich nach den Schwangerschaftsspekulationen mit einem langen Statement zu Wort gemeldet. Seit Tagen kursierten Gerüchte, die 37-Jährige soll ihr erstes Kind erwarten. Ich habe etwas gebraucht, um zu überlegen, wie ich mit der momentanen Situation umgehen will, ob und wie ich darauf reagiere und wie offen ich es hier darlege. Deshalb melde ich mich erst jetzt zu Wort. Schildert Helene ihre Gefühlslage bei Instagram. Denn, so schön ihre derzeitige Verfassung auch sei, hätten sich ihr Freund Thomas Seitel und sie wohl gerne noch etwas länger Zeit gelassen, die Nachricht mit der Öffentlichkeit zu teilen. Trotzdem bin ich stolz darauf, dass wir es deutlich länger für uns geheim halten konnten, als die Medien berichten. Somit habe ich die letzten Monate ohne mediale Begleitung genießen können, schreibt Helene. Nun ja, jetzt ist's raus. Freue mich auf die Zeit, die vor uns steht, im Zuge dessen entschuldigt sich die 37-Jährige auch bei allen, die in den letzten Monaten mit mir gearbeitet hätten. Allen, denen sie nichts davon gesagt habe, habe sie schützen wollen. Gerne hätte ich euch davon persönlich erzählt, so die Mama in spe, die dann noch weiter verrät. Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen, ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht. Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl, Konzerte sollen stattfinden, und noch eine freudige Nachricht hat Helene für die Fans, alle geplanten Konzerte im nächsten Jahr könnten ihrerseits stattfinden. Sie freue sich unendlich darauf, auch danach wieder live für die Fans singen zu können.